Und nun, wir haben hier nicht Tristan und Isolde diesmal auf der Bühne, sondern Tristan und Veronika. Und mein Teil, den spare ich mir. Wir haben gerade gescherzt, dass ich angehangen habe. Veronika, der Lenz ist da, aber das wird sie mir wahrscheinlich dann, wenn sie es irgendwann hört, krumm nehmen, oder? Meinst du? Nee, den glaube ich nicht. Ich bin gespannt. Nicht. Ich sehe sie das erste Mal live. Und da freue ich mich auch drauf. Veronika Iwanowskaja in Berlin, ansässig aktuell, studiert dort Psychologie, direkt im dritten Semester. Und das heißt, sie wird hier psychologisch natürlich alle Register ziehen. Und sich ihre Vorteile suchen, psychologisch. Naja, ich weiß nicht, wenn jemand Psychologie studiert, dann kriegt er wahrscheinlich ständig solche Sprüche. Ja, ja, klar, so. Logisch, ganz klar. Aber ich kann zumindest mit dem Sportpsychologiestudium einigermaßen mir vorstellen, was sie da an Arbeit alles zu erledigen hat. Und das ist schon brutal, ja. Nun, und auf der anderen Seite Tristan Bialuszewski, der sicherlich kein Unbekannter ist in der deutschen Billardszene, einer der Hochkaräter der deutschen Billardszene. Auch schon letztes Jahr im Finale der Hangler Open gewesen. Und das ist das heißt was? Ein ganz großes Turnier. Und wir starten mit dem Break von Veronika. Und ab jetzt geht's auf 6 Gewinnspiele. Also wer als erstes 6 hat. Oh, die 1 geht. Die 1 ist gar nicht mal so ungewöhnlich, dass sie beim Break geht. Die ist, kann man mit 10% kann man da schon rechnen. Der wenn man von der Seite. Wenn man der von der Professor. Wenn man leicht von der Seite breakt, also so ab halber Diamant so in der Richtung vom Mittelpunkt weg. Ja. Und dann abhängig davon, wie fest und wie genau und das Übliche. Ja. Ist ja nicht leicht, das Spiel, habe ich gehört. Wie viele Breaks von dir hast du definitiv dokumentiert oder gezählt? Also ich weiß es nicht genau, aber ich habe schon in den 80ern teilweise das gemacht und da habe stapelweise 14-1-Zettel, also jedes Mal 100 Breaks dokumentiert. Also es werden ein paar Tausend schon gewesen sein. Okay, du weißt, wovon du sprichst. Schönes Safe. Aber nicht nur das, sondern später habe ich natürlich meine Schüler so international, war ich natürlich immer interessiert, was die für Zahlen haben, was für Quoten kommen daraus, ja, wie viel Prozent fällt die Kugel, die Kugel, die Kugel. All diese Zahlen kriege ich ja, wenn ich mit den Leuten zu tun habe. Ich weiß, wie viel Prozente die ausmachen auf professionellem Level. Ich weiß, wie viel Prozent das und das und das. Und das sind natürlich wertvolle Zahlen, ja. Oh, jetzt mal spekulieren wir mal nicht, sondern gehen wir in die Tatsachen rein. Es hängt ja auch vieles damit an, welche Umgebungstemperatur hast du, ist der Tisch neu bezogen, ist er schon ein bisschen älter, sind die Kugeln poliert. Ich meine, ich glaube, in den seltensten Fällen findest du all das, was dir entgegenkommt an einem Tisch. Deswegen sind die Zahlen auch schwer vergleichbar, weil sie immer auf sehr unterschiedlichem Material stattfinden. Und das ist etwas, ja. Es kann noch besser werden sicherlich, dass irgendwann wirklich 100 das Material überall gleich ist. Es ist überall gut, aber trotzdem gibt es noch Unterschiede. Mhm. Das spüren Spieler natürlich. Ne? Und es ist auch eine Kunst natürlich für die Spieler an sich, sich immer wieder darauf so schnell wie möglich einzustellen. Vor allen Dingen so schnell wie möglich. Mal haben wir engere Taschen, mal haben wir weitere Taschen, mal haben wir weiche Banden, mal haben wir harte Banden, mal haben wir Highspeed-Banden, die kommen schnell raus, mal haben wir langsame Banden, mal haben wir ein bisschen schnelleres Tuch, ein bisschen langsameres Tuch, mal haben wir es straff bespannt, mal haben wir es... Sie können das ja nicht sehen, ich habe Ihnen einfach angedeutet, Timeout, bitte. Ist der Satz vorbei. So, gehen wir mal in die Partie hier rein. Ich glaube, wir sind safe. Die weiße rechts der 4, die 2 links davon. Und ja, so fast. Ein kleiner Bogenreihe durfte ihr reichen. Aber kannst du dir vorstellen, nur 2 cm die weiße näher an die Bande und dann reicht ihr der Bogen gar nicht mehr. Und sie muss über die andere lange Bande gehen. Ne? Und dann wird schon komplizierter. Mhm. Und jetzt mit dem leichten Bogen, guck mal, wie der natürliche Verlauf ist. Wenn sie einigermaßen halb dreiviertels voll trifft, dann ist schon der Resave auch schon wieder da. Ne? Kommt aufs Tempo an, oder? Ja, ja, ich befürchte. Ich befürchte. Aber es als, jetzt als Rechtshänderin ist es schwierig, dort anzusetzen, den Bogen.
Wahrscheinlich mit der Grund, weshalb sie dann doch lieber die Vorbande nimmt. Wenn sie ein gutes Tempo hat und ihn wirklich schön trifft, könnte sein, dass die 2 sich über die Bande hinter die 6 steckt. Oder andersrum. Oder andersrum, ja klar. Tempo, weich. Ja, da hat auch nicht viel gefehlt zum perfekten Safe. Ne? Ein Nuckerl und die wäre direkt hinter der 6 gelegen. An dieser Stelle übrigens auch ein Gruß an den Vater von Veronika, auch ein Billardspieler, Papa Alexei, ja, im BA, Billard aktuell, eine Ikone sozusagen unter dem Namen Simple zu finden, damit wir hier unsere ein erstes Outing schon mal machen. Dann weiß ich auch, wo man Simple einordnen kann. Genau. Auch ein Gruß von mir. Logischerweise. Ja, total netter Kerl, habe ich mal kennengelernt bei einer BA-Party. Ja. So, und jetzt wieder ein kleiner Bogen. Oh, zu voll getroffen, damit V. Hätte es dünner getroffen, wäre die Weiße weitergelaufen, hätte wahrscheinlich die lange Bande erreicht. Das wäre der Plan gewesen, ja, wäre ein super Resave gewesen. Ich sehe, hier wird ein Schönbuch-Bräu-Jäger-Spezial. Ja, Freunde, Kamera auf mich bitte. Ja. Naja, so. Nach so einem anstrengenden Spieltag darf man das schon mal. Absolut, absolut. So, 2, 3, 3 zu 4, da ist schon der Schlüssel, ne? Würde ich auch sagen. Wobei auch hier, ja. Entweder auf die meine Güte, er müsste quasi schon auf die 4-5 Kombi stellen. Oder auf 4-9 Kombi stellen. Oder irgendwie ganz hinten rein, um zu hoffen, die 4 in die linke Kopftasche zu spielen oder sowas. Je nachdem, was. Ich bin mal gespannt, was für eine Stellung er jetzt auf die 3 spielt. Dann sieht es so aus, als ob es 4-5 Kombi werden würde. Schaut er sich jetzt auch gerade an. Geradeaus übrigens bei dem Plakat Stuttgart für den Sport. 2 Vertreter aus Berlin, die Berliner Vertreter. Sandro Dschunke im schwarzen Shirt, guter Spieler. Guter. Und im weißen Shirt werde ich noch recherchieren. Aber kenne ich, läuft mir ständig über den Weg da in Berlin. Wieder eine Schande, dass ich das nicht weiß. Ich sage jetzt nichts dazu. Oh. Hart angegangen, den Ball. Das ist auch mal so eine Entscheidung. Ich meine, die lagen eigentlich von der Entfernung 4 auf 5 eigentlich gut, dass man sich ein bisschen softer spielt. Aber er ist ja wirklich draufgegangen. Bisschen falsch getroffen, gut durchgemischt. Dabei ist er technisch, ist er eigentlich so das High-End in Deutschland, möchte ich mal sagen, weil er hält den PET-3-Rekord. Nein. Doch, das ist da über 1000 und so gekommen. Das ist krass. Ne? Dabei habe ich das Ding damals so konstruiert, dass das mal gar niemand schafft. War eine falsche Konstruktion, wurde der ja widerlegt. Ist auch jetzt, würde das einem Rekordwert im Professional 450 bedeuten, im Czech Billiard, im Nachfolgesystem. Man muss ja mit der Zeit gehen. Wer benutzt schon noch Hefte, nicht wahr? Man stimmt. Ist jetzt auf der App gelandet. Ist ja auch praktischer, hat man immer dabei. Leider was? Versteckt wie? Gewesen. Völlig sieht, versteckt. Sieht die 5 nicht mehr. Ich würde sagen. Der kurze Weg, jetzt wenn man die Fußbande nimmt, ja, ganz klar, sicher das Foul zu vermeiden, kann man gut treffen. Aber natürlich schwer zu versenken. Wenn sie jetzt den langen Weg wählt, schwerer natürlich überhaupt zu treffen. Aber wenn man sie trifft, hat man eine bessere Chance, dass sie fällt, weil sie ja vor der Tasche liegt. Ja, und auf die 6 zu kommen, weil dann hat er, sie muss ihn relativ dünn treffen und dann hat er genug Speed. Oh, schade. Trotzdem, ich halte das für einen gewagten Stoß. Ich hätte dann doch eher die sichere Variante gewählt. Ja. Weiß auch nicht, dabei bin ich voll der Draufgänger eigentlich. Ja. Aber in dem Fall hätte ich dann doch eher die kurze Bande, Fußbande genommen. An der Stelle würde der Engländer wieder sagen, I break together. I break together.
womit wir wieder einen Beitrag für unsere amerikanischen Zuhörer geleistet haben. Ein paar Worte zu Tristan, haben wir schon verloren. Übrigens sein Hauptsponsor poolposition.de mit Bindestrich. Ja. Aus Dortmund vertreten alles. Da hat er auch seinen Kö her, Pechauer, Break Kö von Mess. Und ja, großer Erfolg. Letztes Jahr Hangeler Open im Finale. Schon eine er selbst starke. Kommt aus Herne. Wenn das mal nicht zum Ruhrpott gehört, oder? Ja, kenne ich mich aus. Wohnt auch noch einer meiner besten Freunde. Okay. Direkt in Herne. Okay. Und das wird er sich nicht nehmen lassen, hier in Führung zu gehen. In unserem Satz auf 6 Gewinnspiele. Unsere Sponsoren. Dynamic Pool Stage natürlich als durchführendes Organ hier. Ja. Billardpro.de. Technische Leistung. Billard Beckmann. Atom Billard. Arthur Kö. Und Kamui, ja. Billardpro.de. Und natürlich die ganzen Cafés, in denen dieses Stuttgart Open ausgetragen wird. Das ist ein Verbund von Cafés, die sich die Gebrüder Rosenau teilen. Und zwar Sportcafé Victory in Leonberg, Sportcafé Markthalle in Ludwigsburg, Sportcafé Anyway in Filderstadt, kürzlich erst neu renoviert. Und auch hier, wo wir jetzt gerade sind, im Sportcafé Carambolage in der Rotebühlstraße. Achten wir auf die 2 Bälle hinter der 1. Er bevorzugt auch, ganz von der Mitte zu starten. Die 3 und die 6, beide. Ecke. Fast beide. Ja. Bekommen gutes Tempo. Wir haben gesehen, welch softes Tempo reicht, um hier tatsächlich beiden Kugeln eine gute Chance zu geben. Der einzige Nachteil, wenn man wirklich von der Mitte prägt, ist der, dass die 1 schwer kontrollierbar ist und oftmals genau an dieser Stelle landet. Das hat man nicht, wenn man leicht rechts, 2, 3 Kugelbreiten rechts oder links geht, dann hat man die 1 nämlich eher vor einer dieser Kopfecktaschen zum Liegen. Und so hat alles seinen Vor- und Nachteil und jeder hat da seine eigene Spezialität, seine eigene Philosophie und muss herausfinden, was für ihn am besten funktioniert. Eine grundsätzlich beste Taktik oder nicht, kann man jetzt nicht sagen, sondern wie gesagt, das muss jeder für sich herausfinden. Das ist der Faktor, ganz genau, sehe ich auch so. Ball in Hand. Was immer auch Tristan da probiert hatte, ist definitiv fehlgelaufen. Ich würde sagen, er sitzt da und ist mit der Gesamtsituation unzufrieden. Schätzungsweise. Zumindest mit diesem Ball, mit diesem Stoß. Aber dennoch führt er. Und wir müssen mal schauen, ob Veronika hier den Anschluss schafft. So knapp an der 4 vorbei. In die Mitte vielleicht auch. Ich würde auch in die Mitte sagen, die 3. Ja. Okay. Und jetzt. Das ist auch immer so eine Position, die nicht gerade ein mehr oder weniger leichtes Zugball. Spielen unterstützt. Du musst dich ewig lang machen. Es handelt sich um ein 4er Rückläufer in die äußerste linke Ecke gespielt. Wenn da dann Platz ist. Sonst nimmt man die rechte. Den ziehen. Links, wie viel gibt sie? Komm. Rechte Ecke genommen. Und gut. Und nur ein 3er Rückläufer. Wenn sie ihn so einstellt, wird er auch gehen. Geht an der 10 vorbei. Dann. Ja, super. Perfekt gespielt. Aber zwei Banden. Hätte ich den Loch jetzt ausgenutzt. Zwei Banden, ja. Ein Mike Becker-Kö möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen. Was für ein Kö? Das habe ich ein jetzt? Mike Becker-Kö. Ah ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Hier auch das Sponsorenschild auf ihrem T-Shirt, Poloshirt. Sicherlich ein
bekanntes Gesicht mit seinem Wagen, mobiler Einsatz so oft. Bei Turnieren ist er immer da, hilft den Spielern, wo es Leder abgeflogen ist oder eine Ecke rausgegangen ist oder nicht nur das Leder, auch alle anderen Sachen. Oh. Du meinst, da hat ein bisschen was gefehlt? So? Überrascht war ich jetzt. So einen leichten kleinen Rückläufer vielleicht? So einen, richtig, um den Winkel ein bisschen größer zu machen. Ein Ansatz von Zug. Ja. Sehr schön. Der läuft schön aus. Mhm. Gut. Damit sollte es 1-1 stehen. Und so sieht es aus. Und 1-1. Womit der Satz auf 5 verkürzt wurde, sozusagen. Immer noch länger als in der Vorrunde. Quest for Excellence wird hier gerade von Kamui eingeblendet. Aber auch ein es ist, steckt mehr dahinter. Es betrifft jetzt nicht nur die Einstellung der Firma auf ihr Produkt oder auf ihre auf die Einstellung, ja, was sie erreichen wollen. Es hat auch etwas Spielerisches damit zu tun, finde ich. Es gibt ja zum Beispiel, viele sind ja ergebnisorientiert, ne? Wollen unbedingt gewinnen, das Match, das Turnier, das Spiel gerade, das läuft, oder den Ball machen, der gerade vor ihnen liegt. Wer will das nicht? Jeder will das. Ne? Aber die Konzentration sollte weniger auf das Gewinnen gerichtet sein, weniger auf das Versenken, weniger auf das Turniersieg oder sowas, sondern die Konzentration sollte ja eher auf die Durchführung gerichtet sein, damit das Ergebnis des fallenden Kugel, das Ergebnis des Gewinnen des Matches, eine logische Folge von der Qualität ist, die man in die Tätigkeit letztlich eingesetzt hat. Zum Beispiel einfach gut visualisieren, sauber runtergehen, bequem stehen, gut abschätzen bis zur finalen Stoßfreigabe, dann den sauberen Stoß durchführen, guten Fokus darauf halten, unten bleiben, technisch sauber und sich auf dieser, wenn man jeden dieser einzelnen Schritte mit Qualität füllt, ist doch das gute Ergebnis nur eine logische Folge davon. Es ist ein Weg, der zeitlich nicht begrenzt ist. Der eine braucht nicht so lange, der andere braucht doch länger. Aber letztendlich Quintessenz dessen ist, dass man kontinuierlicher spielt. Selbstverständlicher, dass man mehr Vertrauen in dem hat, was man tut. Gerade der Break, beide Kugeln sind zu lang gelaufen. Also Leute, die jedenfalls zur Nervosität neigen, die sind da besser aufgehoben, wenn sie sich tatsächlich auf die Tätigkeit konzentrieren. Und Leute, die eher so überrelaxed sind oder so, ein bisschen Motivation brauchen, die sollten sich lieber starke, motivierende Ergebnisziele so setzen. Ja. So könnte man das vielleicht grob formulieren. Ich weiß nicht, ob die Veronika mit ihrem Psychologiestudium vielleicht mir da recht gibt oder mir vehement widerspricht. Wir können das ja später mal in Erfahrung bringen. Da fragen wir sie mal. Eins Mitte, zwei Eck, drei lang. Wird sie nachlaufen lassen. Winkel verkürzen, vier ins selbe Loch. Mhm. Kommt er. Unser Rekordgewinner, Christian Reimering, würde sagen, malen nach Zahlen. Meinst du? Ja. Sagt er gerne. Das ist jetzt der einzige Ball, wo noch ein Holperstein im Weg liegen könnte. Schade, dass er dieses Jahr nicht da ist. Warum? Weißt du das? Ist einfach zu viel. Er hat ja auch eine berufliche Belastung, dazu noch die, gibt viel Training, hilft vielen Spielern, besser zu werden. Muss sich auch noch um sein eigenes Spiel kümmern und dann, ja, zwei Kinder, Familie, wenn man da mal, da muss man nicht jedes Wochenende dann auch noch Turnier spielen. Ne? Aber er ist auch neben dem, was er kann, ein unglaublich sympathischer Mensch. Also das ist ein ganz und jetzt gerade in Urlaub. Vielleicht schöne Grüße an den Urlaubsort, wo auch immer er auch ist. Ja.
Bis jetzt alles unter Kontrolle gehalten, ne? Ja, er brauchte seine Extension. Also es war, glaube ich, nicht die Position, die er sich eigentlich erhofft hatte auf die 5. Mhm. Jetzt auch ein kleiner Übergreifer noch über die 10. Oh. Ja, das ist passiert. Das ist aber das ist etwas, was ich sehe, wenn du einen Übergreifer hast und einen extrem langen Schnabel machen musst, ist natürlich vorne gegeben, dass du ihn glaubst, richtig zu treffen, aber nur minimalst verrutscht. Aber durch die Länge des Schnabels kommt da ein Endergebnis raus, womit du nie gerechnet hättest. Ja, ich finde auch, er hat da ein bisschen zu schnell abgedrückt. Ja. Ne? Für sowas nehme ich mir auch extra Zeit, denn alles, was da übergegriffen wird, der Fehler kommt, weil man wirklich nicht hundertprozentig die Weiße in der Mitte trifft. Ja, da möchte ich doch besondere Konzentration drauf setzen. Ne? Denn sonst wäre der Ball eigentlich für ihn kein großes Problem gewesen. Das ist, in seiner Klasse ist das ein... da lacht er drüber eigentlich im Training. Ja? Momentan nicht. Momentan nicht. Auch ein knackiger Stoß, den er da hinterlassen hat. Ja. Vielleicht weiß er auch mehr wie hier und alles war geplant hier. Ja, der ist aber auch nicht gerade so. Na, den kann man ziemlich stramm zwar im Stoß, aber den kann man gerade laufen lassen. Ja. Der kommt gerade, ziemlich gerade aus der Bande raus. Wie du sagst, seine Klasse eben, dann ist das eigentlich Pflichtaufgabe. Und man muss ja nicht immer, viele Spieler haben auch diese Vorstellung, dass sie perfekt runter, ne, vor die Tür so müssen. Hier, Mitte Tisch ist okay, ja. Da muss man die Weiße nicht vergewaltigen, bis sie da ganz total nach unten kommt, ja. Viele gehen dann viel zu hart an, ne? Den schaut er sich auch nochmal von der Seite an. Steht, glaube ich, relativ gerade. Ja, er kann, hat die Möglichkeit, die Taschen auszunutzen, rechts oder links, wenn er das wünscht, aber gerade Rückläufer in der Mitte vom Tisch. Langt. Reicht, aber nein. Hat ein bisschen rechts ausgenutzt, bewusst oder nicht, und hat jetzt ein relativ, naja. Na, schaut sich was an. Soll ich eine Schwierigkeit reinsingen, wo es keine gibt? Nein, überhaupt nicht. Er wird den mit Sicherheit so spielen, dass die 10 links von vorne gesehen reingeht. Ist kein Problem, aber da kann schon mal hin und wieder so ein Zucken passieren. Echt? Hat es das schon gegeben? Ich weiß nicht. Hat man mir mal gesagt, dass es hin und wieder mal passiert. Jetzt nicht. Okay. Holt sich die Führung zurück. 2-1 für Tristan gegen Veronika. Und ja, was macht dein Job als Radiomoderator? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Nee, alles gut. Also ich bin, nein, ich habe jetzt habe ich Urlaub und in den vergangenen Wochen war ich des Öfteren zu hören. Macht halt einfach Spaß. Das ist irgendwas Tolles. Hauptberuflich bin ich ja, das möchte ich immer wieder betonen, Techniker. Also ich mache das, weil es mir Spaß macht. Ich habe jetzt, mittlerweile moderiere ich seit 30 Jahren. Vor 2 Jahren wieder angefangen, so immer so ein bisschen nebenbei, und weil es einfach Spaß macht. Es ist einfach was Schönes. Es ist ein großes Glück, wenn man das davon erleben kann, was einem Spaß macht, nicht wahr? Ja, also mein Technikerjob bei den Radiostationen in München, genauso gut wie das Moderieren, ist wirklich das Nonplusultra. Ich möchte es mit nichts auf der Welt tauschen. Das ist, jeder Tag bringt irgendwas Neues. Wieder, der hat es leicht versetzt, nicht ganz gerade. Ja, und guck dir das an, beide an die Ecke. Aber Sicht auf 1 jetzt. Und was ist gefallen? Da oben, die 5, ja. Also das Ergebnis ist immer noch gut. Aber wie soft ist er da reingegangen, wirklich. Aber es war nicht mehr ganz gerade, er hat es ein bisschen versetzt. Echt? Habe ich gar nicht gesehen. Vielleicht habe ich auch es falsch gesehen. Nee, ich bin mir eigentlich sicher. Er hat zumindest auch gerade getroffen, ja, die 1 ist auch gerade rausgekommen, ne? Aber alles gut, alles gut. Manchmal mutet man ja als Kommentator so, wie wenn man der Kritiker wäre oder so. Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen.
Das sagte ja schon der Name, dass wenn du kommentierst, kommentierst du das Geschehene oder das, was gerade passiert. Genau. Das obliegt uns, glaube ich, wahnsinnig weit fern, irgendjemanden zu kritisieren. Ja. Oder so. Wir heißen ja Patz und Eckert und nicht Waldorf und Stettler. Zum Beispiel. Ja. Oder Starsky und Hutch oder was weiß ich. Egal. Das gibt wohl. Macht er die Hafenrundfahrt, oder? Ja. Eins, zwei. Bleibt hängen. Ist nicht ganz so groß geworden, die Rundfahrt. Jetzt interessante Frage. Guck mal, da würdest du auf die Billard gehen, also die Carambolage mit der Weißen gegen die 8 oder die 3 auf die 8 oder die Weiße als Safe hinter die 9. Du könntest dabei die 3 vor die 10 schieben, aber wehe, dein Safe gelingt da nicht. Aber andererseits, 10er-Kombi bringt auch nicht mehr die große Dividende, nicht wahr? Jetzt nicht, nur einen Grund weiterzuspielen, logischerweise. Mhm. Oder den sauberen Cut in die rechte Ecke. Ich glaube, er hat das auch mit sich selber jetzt. Dieselben Fragen gehen ihm durch den Kopf. Nicht mal hundertprozentig. Ja, geht er die 8 an? Letztlich sind deswegen auch Billardspieler, finde ich, in Führungspositionen absolut anzuraten. Denn wenn jemand sportlich im Billard viel erreicht hat, dann ist er was. Er kann gute und sichere Entscheidungen, konsequente Entscheidungen treffen. Nichts anderes ist sein Job hier. Er ist die 8 angegangen, hat sie gemacht und die 3. Da muss er selber ein bisschen schmunzeln, dass alles so liegen geblieben ist, dass er sogar eigentlich die Partie bei der 7, nach Hause bringen können. Die 7 ist noch ein Knackpunkt, 7. Aber das sieht man von hier nicht. Geht es wirklich nicht? Oder? Den tun wir uns aus unserer bequemen Kommentatoren-Lounge anschauen. Wir können anschauen, ganz entspannt können wir uns das anschauen. Machen wir eine Tüte Chips auf und dann passt werden das. Immer wieder eines Besseren belehrt, ist auch ganz gut. Nee, der Winkel ist, glaube ich, nicht unbeabsichtigt. Der ist perfekt jetzt, den hat er extra so mit dem so Winkel gestellt. Will er die 7er wegholen, am besten vor dem Mittelloch schieben und die 6 Position hat er damit, ist schwer zu verhindern. Selbst wenn er sie zu voll trifft, wird er auf die 10 gehen und dann geht sie gegen die Bande, kommt raus und geht trotzdem in die Mitte. Also trifft es. Bang. Das schiebt sie ganz raus. Das ist okay. Er ist mit einem Pechauer oder Pichauer Kö unterwegs. Ja. Ich gieße mir mal ein Schlückchen San Pellegrino ein, damit wir auch mal die zukünftigen Sponsoren sozusagen erwähnen. Ja, genau. Prost auf Pellegrini. Und gegen Mitte des Matches würde ich sagen, dann tun wir den Kommentatoren Prosecco in Auftrag geben. Das ist doch mal eine Ansage. Ja. Es ist eigentlich schade, dass die Veronika noch gar nicht so richtig ins Spiel reingekommen ist. Sie hat nicht wirklich irgendwie den Ball gehabt, wo sie mal operieren konnte, also ein Einsteiger. Mhm. Ja, das liegt durchaus in Tristans Interesse. Ja. Und Veronika würde es nicht anders tun, wenn sie die Gelegenheit hat. Wenn sie sie hätte, willkommen. Garantiert. 3-1. An der Stelle kann ich vielleicht erwähnen, ich habe mir die ganze Zeit mit mir gerungen, ob ich es überhaupt erwähnen soll, dass ich mich ja bleibt unter uns, ja. Definitiv bleibt das. Ich bin ja bei diesen Produktionsfirmen gelistet. Er muss jetzt schon schlucken. Ich bin ja bei diesen Produktionsfirmen gelistet. Ja. Also er hat es vorher schon gehört und er weiß, was jetzt kommt. Und ich habe mich weggeschrieben. Erzähl's bitte. Also gelistet, wenn irgendwie eine Billardszene ist oder mal ein Stoß gedoubelt werden muss oder sonst was. Und da bekomme ich letztens von so einer Produktionsfirma einen Anruf, ob ich nicht Lust hätte in so einer Nachmittagsserie, ja, du kennst welche Qualität die Nachmittagsserien, einem Privatsender eine Nachmittagsserie, ob ich da nicht eine kleine Rolle, sie bräuchten jemanden für eine kleine Rolle, ob ich die nicht übernehmen könnte. Und dann frage ich, was das für eine Rolle sein soll. Ich habe zuerst gedacht, vielleicht ein Pendant zu Tom Cruise oder so. Aber schauen wir erstmal den Break. Sieben wäre so auf genau. Dem Weg gewesen. Ja. Und die 6. Und jetzt hat die 2 sie noch reingekickt. Wo ist die Weiße? Hier oben. Ist eine Schussoption, aber die 2 ist danach schwieriger. Tricky. Das ist schon tricky. Ja,
Also hat er angerufen, der Produktionsmensch. Und dann war es doch nicht so was Ähnliches wie Tom Cruise, sondern sie brauchten sie brauchten einen kleinen, dicken, cholerisch-pedantischen Minigolfbahnbesitzer. Ich muss irgendwie irgendwelche komischen Stoffe zu mir genommen haben, jedenfalls habe ich zugesagt. Und habe dann einen kleinen, pedantischen, cholerischen Minigolfbahnbesitzer gespielt. Mit Auszeichnung und Bravour, oder? Ja. Ich musste in der Szene eine Angestellte komplett rund machen und mich total cholerisch und unsympathisch verhalten. Könnt ihr jetzt gemein sagen und erstmal fragen, so, und hat Spaß gemacht? Die zwei? Die zwei, eine Wanne. In die dann Mitte. Gibt's dann drei Bänder. Als Nachlauf von dem Weißen. Ganz schön Arbeit noch zu tun. Oh, verfehlt, verfehlt, verfehlt. Und hinterlässt eine gute Ausgangsposition für Tristan. Die Publikumsränge, nur noch die Berliner sind übrig geblieben. Ah, noch ganz rechts, ganz rechts. Außen ist noch ein unauffälliger Zuschauer. Weil die anderen sind natürlich damit beschäftigt, entweder beim Grill aktuell die Bestellung abzugeben. Wenn man rausschaut, ist es wirklich so. Oder den vielen anderen Matches, die nebenan laufen, zuzuschauen. Den Zwitter. Da hat doch wieder ein bisschen Zug gefehlt. Hm? Würde ich jetzt auch meinen. Jetzt glaube ich lieber gehabt, wenn sie noch wesentlich weiter in Richtung 6 gelaufen wäre. Er fragt sich, warum habe ich einen 1er Rückläufer gespielt, wenn ich einen 2er brauche? Wahrscheinlich. Und vor allen Dingen, ich wollte eigentlich gar nicht die Oma, weil jetzt bin ich froh, dass es sie überhaupt gibt. Guck mal, so wie er andeutet, scheint er ihm eher ein Safe hinter die 6 vorzuschweben mit der Weißen. Aber er zielt doch recht dünn an. Hier die beiden Berliner Kandidaten. Ja. Nee, da ist er nicht zufrieden. Nicht zufrieden sein. Ja, aber er lässt wieder nicht viel übrig, ne? Ja, aber Sicherheit hinter die 6 wird sich anbieten. Mhm. Ich glaube, sie sieht ihm voll genug. Mhm. Gibt übrigens so einen kleinen Trick, den man da verwenden kann. Wie schaffen es die Leute immer, dass sie die Richtung schaffen, da hinter die 6 genau zu kommen? Ne? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, so ohne am Tisch zu stehen. Zu voll. Zu voll, ja. Wäre nicht nötig gewesen, denke ich. Aber kann passieren. Diese Carambolage-Anwendung. Es gibt ja, du kannst entweder den Kiss nehmen, ja, um darüber zu kommen, oder und dann gibt es auch noch diese Carambolage-Anwendung, dass du den mit der 3 quasi dahin zielst, wo du die Bande treffen willst, mit der 3, wo du die Bande treffen willst, dass die quasi die 3 hinter die 6 läuft, jetzt in unserem Beispiel. Und dann nimmst du den Punkt hinter der 3 und zielst mit der Mitte der Weißen auf, mit der Mitte der Weißen auf den Punkt hinter der 3. Quasi durch den vorderen Teil der 3 durch. Verstehe. Das ist das Carambolage-Prinzip, um dann der Weißen die Richtung zu geben, die du vorher mit der 3 angezielt hast. Denn damit spielen die ja von einem Ball Carambolage auf den anderen. Und das macht im Pool eigentlich hauptsächlich hochgradig Sinn bei Saves dieser Art. Ah, siehst du? Habe ich schon im modernen Pool eigentlich erwähnt, aber ziemlich gut versteckt. Das hast du mir nicht gegeben, das Buch. Oh. Und hier auch wieder. Er lässt nichts liegen. Sie kann einfach, das war ja das, was ich vorhin gesagt habe, sie kommt so richtig eigentlich gar nicht zum Spielen. Mhm. Einmal hatte sie die Chance, aber dann war es das auch. Und darum steht es auch 3-1 für Tristan. Und sie kommt immer an so, ja, undankbare Bälle dran. Ja, da hätte ja auch irgendwo anders liegen bleiben können. Den Trend zu wenden, muss man mal einen auspacken. Ja. Genau durch die Lücke geht er. Wird er jetzt schwer wiederholen können. Machbar, aber
Naja. Kann sie auch runterschicken. Runter zur 6? Ja, würde ich auch. Knapp an der 7 vorbei ist das dann. Sehr knapp an der 7. Vorher. Auf die vorher, hinten. So rum. Ja. Der war gut. Toll gemacht. Der war schön gemacht. Unaufgeregt. Gutes Tempo. Hast du unaufgeregt gesagt? Ja. Schönes Wort. Unaufgeregt. Unaufgeregt. Ich mag unaufgeregte Spieltypen sozusagen. Diese Dramas. So, jetzt sind wir mal gespannt hier. Das ist eine knifflige Situation. Ich glaube, also ich bin mir sicher, sie kann ihn gut treffen. Die Frage ist, was passiert danach? Wenn man bewusst die zweite Vorbande nimmt, also noch die kurze mit, und? Hat man die Chance, so wie es jetzt ohne diese zweite Vorbande passiert ist, hat man die Chance, den Ball dünn zu treffen. Denn nur dünn hast du die Chance auf einen Resave in dem Fall. Oder so voll, dass die Weiße sich nicht mehr viel bewegt und die andere. Und oben bleibt aber die andere weg. Aber alles dazwischen endet in der Regel nicht so glücklich, ne? Ja, wenn das so einfach wäre. Ja. Und jetzt fragst du dich, auf was, alle Weltmeister. Auf was sollst du zielen? Auf die Mitte oder auf die Kante? Hm? Auf Tisch 11 Matthias Hartle gegen Tassos Tos Lakidis. Tisch 11. So. Aber so richtig glücklich sieht er selten nach dem Stoß wollte, aus. Der wollte den Ball auch gar nicht treffen, die 7, und die da runterboxieren. War ja alles in einer guten Position. Jedes Mal, wenn du einen Ball verschiebst, musst du ein Spiel umdenken. Du hast ja eigentlich einen Plan, wie du es runterspielen möchtest. Mhm. Dann triffst du eine Kugel, also musst du es wieder umplanen. Umplanen kostet Energie und Kraft. Mhm. Auch wenn es bei ihm jetzt schnell ausschaut, aber das Gehirn muss trotzdem arbeiten. Ja. Ist auch jetzt wieder ein bisschen länger, wie er eigentlich wollte, ne? Ja. Schaut auch in die Kamera, der wird sich denken, was werden die jetzt, wie werden die das wieder kommentieren? Ja. Sauber, satt. Vortrefflich, würde ich sagen. Vortrefflich, er hat's gemacht. Tschakka. Vortrefflich. Er hat dieses Wort benutzt, vortrefflich. Wenn wir schon alte Wörter rauskramen. Ja, genau. Oh, da lässt er aber, das ist ja völlig in die Hose gegangen. Ich liebe solche Bälle. Ja, er wird sich da, glaube ich, mal auch keinen Kopf drüber machen, weil er die 100.000 Mal gespielt hat. Aber es kann auch einmal daneben gehen. Der ist... Zu einem günstigen Zeitpunkt für Veronika. Er ist gefährlich. Ich sag nicht, ich mag ihn, weil ich ihn immer mache, sondern ich mag ihn, weil er so spannend ist. Der ist spannend, definitiv. Da ist er. Da ist er. Er ist von vorne, vom Zählwerk aus gesehen, das rechte Eck noch raus, wollte unbedingt aus dem Weg gehen. Ja, jetzt die Chance hier für Veronika, nicht nur den Spielstand ein bisschen zu verkürzen, sondern vielleicht auch mal ins Spiel zu finden. Jawohl, Bang. Da ist er drin. Statt 4-1, ein 3-2. Das ist schmerzhaft. Ich finde es gar nicht schmerzhaft. Schmerzhaft fand ich das heute Morgen, wo er 3-0 geführt hat und dann 4-3 verloren hat. Das war schmerzhaft. Ja, das war durchaus. Die Weiße gefallen, eine 10 verschossen. Er dürfte mit der Gesamtsituation auch nicht so zufrieden gewesen sein. Macht das Spiel spannend. Also das war wirklich auch ein guter Einwand von dir, dass dieser Ball spannend ist, weil man versucht ja, das ist eine unglückliche Situation. Du willst unbedingt dem Eckloch aus dem Weg gehen. So, und du musst eine Entscheidung treffen. Spiele ich ihn ganz dünn und vertraue mir, dass ich ihn wirklich so treffe, dass er reingeht und er über zwei Banden nicht noch unten ins Eckloch geht. Oder ich spiele ihn halt ein bisschen straffer und denke mir, okay, der bremst an der zweiten Bande an, kurze Bande, lange Bande. Mhm. Aber da war es eben genau das, dass er Mittelweg gewählt hat und das passiert sehr häufig. Ja. Und die kann man auch, ich denke mir, die kann man auch 100.000 Mal trainieren. Jedes Turnier, jede Situation, wo du diesen Ball spielst, wenn du ein bisschen Druck hast, ist es anders.
Dann kommen wir wieder auf den Punkt, was du gesagt hast, mit dem Fokussieren und sich darauf vorbereiten, diese Abläufe abzuspulen, dass man eben genau bei solchen Bällen viel, viel sicherer wird und die viel entspannter angeht. Und das ist trainingsintensiv, kostet Zeit und vor allen Dingen, du brauchst auch den Willen, dass du solche Übungen permanent wiederholst, dass du keine Angst oder auch keinen Gedanken daran verschwendest, dass du sagst, es könnte ja sein. Guck mal, jetzt hat er die Weiße tatsächlich ein bisschen rübergelegt und hat schon die, wenn nicht die 2 oder was es ist, naja, die 2 in die Quere gekommen wäre, hätte er eine weitaus interessantere Ausgangsposition auf die 1, Einstiegsposition, ne? Hat er. Oh, geht. So, da sind wir wieder. Wir mussten gerade mal kurz unterbrechen, weil wir hier die Kommentatorenversorgung muss ja gewährleistet sein und da mussten wir eine kleine Bestellung abgeben. So, die Kombi auf die 10 scheint unvermeidbar zu sein, aber bringt nicht den Spielsieg, sondern er muss schauen, wie er da weiterkommt. Das heißt, er muss auch schauen, was macht die 1, das Zusammenspiel der Weißen und der 1, vom Tempo her auch. Er geht gar nicht auf die Kombi, wollte sie so voll treffen, dass er die Weiße wieder außen rum bringt und möglichst hinter die 7. Nicht schlechte Idee, aber ist nicht ganz aufgegangen, die Rechnung. Ja. Bleibt wohl an der 7 kleben. Ja, doch, aber kleben tut sie. Was du für ein Tempogefühl hast. Ja, mein Gott, die Augen laufen langsam mit. Venom würde jetzt ein Doppeljump spielen, wahrscheinlich. Doppeljump? Über die 9, nochmal über die 3. Und dann gut, für deine nächste Trickstoß-Show weißt du. Ich frage mich, wie hoch die Weiße jumpen muss beim ersten Jump, um den zweiten dann noch über die 3 zu schaffen. Ich glaube, da machst du 3 Millionen Versuche und nicht einer wird funktionieren. Oh, den sieht's. Ich dachte erst, dass der wirklich so ganz grimmig da liegen bleibt, der weiße Ball, aber sie sieht ihn. 2 liegt unten. Und apropos Venom, er hat übrigens ein gesundheitliches Problem, nämlich die Hand. Ja, die Hand. Da kriegt er allmählich Probleme von den vielen Kopfstößen. Echt jetzt? Echt. Ganz sehr. Also der Arzt hat ihm schon gesagt, er soll da weg erstmal ein paar Wochen von dem Billard. Und das, wo er davon ständig beschäftigt ist. Und so. Gute Besserung ja, an dieser Stelle, auf jeden Fall. Weil es ist natürlich das ja krass. Ja. Das sind sensationelle Sachen, die er macht. Ja. Diese Innovation, die er da gebracht hat im Artistik-Trickstoßbereich. Vor allen Dingen jeder, der sowas hat. Also es muss nicht sein. So, 2, 3, 4... 5 fällt aus, 6, 7, sieht ja alles, also wenn er nicht wieder einen einstreut, ja, und er hat schon mal zweimal was eingestreut. Ja. Jetzt kommt eigentlich der Ball, der das Spiel leicht oder schwer macht und schaut auch nochmal rein.
Wahrscheinlich hat er sich daran erinnert, dass er schon zweimal, ich sag mal vorsichtig, so einen Bock reingebaut hat. Mhm. Wenn die Stellung jetzt stimmt, dann wird es mal nach Zahlen machen können, wie du es immer so schön sagst. Oh, und da stimmt's. Nein. Merkwürdiger Verlauf. Ja. Ich hätte die eher so unten auf der Hälfte gelassen und rüber für die 4 nicht in die Mitte, sondern in die Kopftasche. Hätte er die 6 voller getroffen, hätte er jetzt einen Safe gehabt. Mhm. Aber lassen wir den Steuermann mal machen. Mal sehen, was da so rauskommt. Ja. Zum Wohl übrigens hier. Zum Wohle. Die Prosecco und Schönbuchbräu Connection. Der Jäger. Man gönnt sich ja sonst nichts. So. Ganz schön dünn geraten. Und viel Verkehr noch mit 8. Oh. Wenn er die mal nicht so voll trifft, wenn er die mal nicht bang. Das hätte vorhin auch schon bei der 6 passieren können. Jetzt ist es ebenfalls bei der 6, aber vorhin hat er die 6 touchiert. Jetzt hat er sie gelocht und ist jetzt ist passiert. Das hätte vorhin auch passieren können. Da ärgert er sich eigentlich zu Recht, weil die Stellung, die er mit der 6, wo er sie touchiert hat, hat er das schon wieder in eine andere Position gebracht. Die hätte er gar nicht berühren brauchen. Das ist die philosophische Frage vom Eingang kann man auch am Ende stellen. Ja, ärgert man sich über das Ergebnis oder ärgert man sich darüber, dass man hier nicht alles gegeben hat, nicht konsequent entschieden hat, ja, irgendwie in der Richtung. Es ist meist der Ärger über einen selbst. Ja, stimmt. Ich würde auch sagen, das ist eher das Konsequente. Echt? Was hat er davor? Er will jumpen, oder wie? Ein Oma-Jump? Ja. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Doch, er hat seinen Jump. Die lange Vorbande unten, ja, wenn er den sauber voll trifft wie ein Stopper, da kann er sogar einen Resave erreichen. Was? Er macht auf jeden Fall einen Oma-Jump mit Foul. Und schmeißt gleich die Oma weg dabei. Ja. Das ist mal eine tolle Aufnahme, schau dir mal die 9 an. Ja, ja. Wenn jetzt einer irgend dran vorbeigeht, wird die fallen. Ja, oder sie liegt so tief drin, dass wir sie vielleicht vergessen. Ich bin stehen geblieben, bis die gefallen. Die würde ich jetzt so spielen, dass sie gleich mitfällt, möglichst. Ja, also nicht mit Absicht so leicht, dass er vom Loch liegen bleibt, sondern... Nee. Nichts passiert. Nicht gelungen, nicht gelungen. Aber nichts passiert. Nee. Alles noch okay. Der Schiedsrichter ist auch. Er gibt alles heute mal wieder. Lacht. Er spult auch ein ganz schönes Programm ab hier. Ja, ne? Definitiv. Dass der jedes Match hier seit heute Morgen schießt der da durch. Immer freundlich, immer ein Lächeln auf den Lippen. Jetzt auch wieder. Der Junge ist mal komplett tiefenentspannt, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Und ich finde es toll, du brauchst solche Menschen, die da sind, die Spaß daran haben zu schießen. Und das finde ich auch so ganz toll. Oh, Daumen mit... Nochmal was eingebaut hier. Bisschen Spannung. Wenn man den schön ruhig laufen lässt, könnte die Weiße so kurz vorm Mittelloch stehen bleiben. Stehen bleiben kommen, ja. Ich war ja bei den Schiedsrichtern. Da gibt es ja ganz viele in Deutschland. Und da wollte ich auch mal so ein Lob aussprechen. Ich finde, die vergisst man eigentlich. Die stehen wirklich immer da und wie eine Eins und machen und tun und haben Spaß und treffen schwierige Entscheidungen. Und ich finde es toll. Also hiermit sind mal alle... Die schießen, gegrüßt, ob männlich oder weiblich. Toller Job. Ah. Oh, 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 oh. Short. Ja, kostspieliger kleiner Positionsfehler. Short. Das war jetzt nicht der Fehler, hier zu verschießen. Der Fehler war ja vorher. Vorher, auf die Stellung ziehen. Aber das ist auch kein Gimmi, ja. Nee, das ist kein einfacher Stoppball, den man jetzt so im Vorbeigehen so, zur Toilette macht. Ich schätze mal 78,75 Grad. Jetzt kommt
kommt er wieder. Jetzt kommt der jetzt wieder. Jetzt kommt er wieder mit seinem Rechenschieber. Und oh. Aber trotzdem auch da. Viel Wasser dazwischen. Also ich kenne das noch früher noch für so 14.1 konnte man auch manchmal für die letzte Kugel ein paar Aufnahmen noch brauchen. Mhm. Ne? Wenn man jedes Mal so Ablagen hinterlässt. Ne? Das ist ja das ist auch kein Ball, wo man sich drüber freut. Man kann das 3-3 machen. Du willst oder, schönere Bälle haben. Definitiv. Der war. Oh nein! Ich notiere 2-4. Ich wollte gerade. Tristan. Ich wollte gerade schon noch sagen: hey, schön durchgestoßen. Ja, für ein paar Sekunden stand es auch tatsächlich 3-3. Ja. 1-2 Sekunden vielleicht. Aber so 2-4 die Führung für Tristan. Bär Professional Quiz. Kamui, wenn wir gerade mal dabei sind, muss ich dir hier mal löchern, was hast du für ein Leder drauf? Ein Kamui. Ja, also. Ein schwarzes, ein Black, Doppel S. Clear, genau. Okay. Matthews. Echt, ich komme damit nicht klar. Durfte ich das sagen? Nein, natürlich nicht. Na gut, eigentlich habe ich es nicht gesagt. Aber es ist ja auch für gute Spieler gedacht. Ja, ich nehme nämlich das Kamui ohne Clear. Unclear. Unclear. German Tour. Nee, kann ja nicht jeder mit allem zurechtkommen. Ja, es ist genauso wie Kös. Es gibt nicht das ultimativ beste Kö, sondern jeder Spieler hat die Aufgabe, das für sich, das Kö zu finden, das für ihn am besten funktioniert. Wo er einen Wohlfühlfaktor hat, wo er sagt, Mensch, so, das ist so toll. So ist das. Ja, es gibt nicht das beste Leder auf der Welt. Es gibt, du musst als Spieler herausfinden, welches Leder wird für dich am besten funktionieren. Eine rein subjektive Entscheidung, die triffst du selber. Wo du sagst, hey, das Kö liegt mir, ob das jetzt XY kostet oder XXY kostet. Das ist völlig wurscht, wenn einer damit sich wirklich wohlfühlt und einfach das spielen kann, was er spielt und wo er sagt, hey, das läuft, da fühle ich mich wohl. Das finde ich toll. Also. Der Typ übrigens, den ich spielen sollte, der Minigolfbahnbesitzer, die Nebenrolle, die ich da hatte, der hieß übrigens Schellweg, Bernd Schellweg. Also wenn Sie jetzt daheim irgendwann mal ein Buch lesen mit dem Pseudonym Bernd Schellweg, das ist, dahinter steckt Ralf Ecker, der Minigolfbahnbesitzer. Der cholerisch-pedantische, übellaunige Minigolfbahnbesitzer. Der seine Angestellte zusammengeschissen hat. Ich kann dir mal einen kleinen Auszug, kleinen Auszug kann ich dir geben hier. Können wir ja einfach hier stehen lassen mit der ganzen Scheiße hier. Wie sieht denn das hier aus? Ich kann es ja noch nicht glauben. Wofür bezahle ich sie eigentlich? Sie kriegen das jetzt nicht mit, aber dieses geflüsterne Geschreie, das ist wie, als wenn man im Kino ist und der Kumpel oder seine oder die Frau schreit, Dirk, wo bist du? Genau so hat sich das jetzt angehört. Damit bloß keiner gestört wird, einfach so flüsternde Schreien. Genau. Timeout. Wie Timeout? Ja, das hast du gar nicht mitbekommen. Das ist Arbeitsverweigerung, ist das. Nö, bei den Temperaturen, ich weiß, jetzt kommt von dir, da muss jeder mitspielen, aber es ist auch schon. Also wenn das der Bernd Schellweg mitkriegt, der würde mal richtig austicken. Ja, das ich habe auch zuerst das als leichte Beleidigung empfunden. So, und an dieser Stelle möchte ich, dass wir jedes Jahr, wenn ich mal mitkommentieren darf, nutzen, um den Verein Feuersee hier in Stuttgart einfach mal, weiß ich nicht, wenn ich 25 Daumen hätte, würde ich die hochreißen. Über Jahrzehnt gibt es die Stuttgart Open. Ja. Und auch die Jungs vom Poolstage
Es klingt vielleicht für den einen oder anderen, der jährlich dabei ist, abgedroschen, dass man sie erwähnt, die Jungs. Aber sie muss man explizit erwähnen. Die machen einen solch einen tollen Job. Die sind da, das sind Leute, die Spaß dran haben, und zwar mit Vollblut, mit allem, was es gibt. Und nur deshalb gibt es solche Bilder. Apropos toller Job, hat sie gerade einen tollen Break gemacht. Und da hast du natürlich recht, dem kann ich mich nur anschließen, über dieses Engagement des PBC Feuersee, Billardclub Feuersee. Manchmal weiß man nicht so recht, ob es ein PBC, ja, ein BC, ein HBC, ein DDC, ein... Aber das muss man wirklich sagen. BFS, BF. Und, wie gesagt, auch wenn es abgedroschen ist, aber ich sage das wirklich aus voller Überzeugung. Ich habe das jetzt 4 Jahre hintereinander hier erlebt und sehe, was die Jungs machen. Und das ist echt Hut ab. Und sie legen jedes Jahr noch einen drauf. Ah, schade. Machen das auch so ähnlich, ne? Quest for Excellence sozusagen, ja. So. Meine Seele fühlt sich jetzt besser. Okay. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, das war ein Monolog, wir haben nicht gesprochen. Ja, die 9 fand das ganz witzig, sich in den Weg der 3 zu stellen. Und kleine Aufgabe jetzt für Tristan. Allein schon die Entscheidung zu treffen, ob er hier kontrolliert aussteigen möchte oder ob er hier irgendeinen Exot einbauen möchte. Aussteigen. Und das ist ihm auch recht kontrolliert gelungen. Wollen wir sehen, ob die Veronika da zwischendurch steuern kann, vielleicht noch einen direkten Stoß drauf hat oder die Vorbande nehmen muss. Bei der Vorbande, ja. Weiß aus der Bande raus und von dort aus gesehen möglichst etwas mehr links treffen vielleicht. Dass die 3 hochgeht oder eher rechts. Wow. Hat sie auch angesagt, oder? Das sieht so aus. Sie in der Regel sagt man das an, ne? Ehrlich. Könnt ihr tatsächlich kommen. Das ist so ein Ball, den brauchst du, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst. Wenn du sowas bringst, dann baust du dich auf und denkst so, hey, geht doch. Und den Ball danach hat sie auch gemacht. Das ist ja, wir wissen es ja aus deinem Buch, der richtige. Der Ball danach ging auch. Jetzt ist sie im Fahrwasser und ich hoffe, dass sie jetzt gut runterspielt. Weil mit so einem Ball, der war richtig gut, da wirst du doppelt belohnt, wenn du da rauskommst und das Spiel mitnimmst. Ja. Gott sei Dank hat sie den jetzt gemacht, sonst hätte ich nochmal ein Kapitel schreiben müssen über den Ball nach dem Ball danach. Okay. Das hätte sie wahrscheinlich geschrieben. Sie ist auch sehr konzentriert. Macht das wirklich ganz ruhig. Da ist auch kein hektischer Stoß. Einer war dabei, aber ansonsten alles wirklich komplett ruhig. Auch den, schau, lang durch. Sie spielt kein Kraft. Sie spielt definitiv ein schönes Bild. Schöne Technik. Unaufgeregt. Du magst das Wort ja. Schnörkellos. Schnörkellos ist auch gut. Schnörkellos und perfekt. Das war wirklich sauber runtergespielt. Sehr schön, mit so einem wirklich kracher Einsteiger. Vorbänder Mitte. Und somit heißt es nur noch 3-4. 3-4. Ja. Ist auch so ein Zeichen am Tristan. Was Veronika da gerade gegeben hat, du, pass auf, ich kann das auch. Und da kommt er. Was kommt da? Dieser schöne Zugball, also ganz geschmeidig gespielt. Sehr schön. Auch da, schau, sie bleibt unten, schaut dem Ball nach, nachdem sie gestoßen hat, nicht vorher, sonst wäre wahrscheinlich nie gegangen. Also das ist eine schöne Aufnahme, schöne Slow-Mo.
Auch da. Das ist, ich finde es immer toll, wenn die Jungs das auffahren. So, sie fährt mit dem Köhl durch, bleibt vorne, weiß ganz genau, er macht das, was er soll. Es geht nicht nach oben, ne? Die Schulter wird nicht fallen gelassen. Es geht nicht nach unten, nicht nach rechts oder links, sondern wirklich sauber. Ein sehr, sehr schönes Billard. Zum Wohl wieder an dieser Stelle. Brick wieder leicht versetzt. 3 zu lang, 5 zu lang. Beide zu lang, war auch ein bisschen fester wie sonst. Mit der 1 wäre er nicht ganz zufrieden gewesen. Fester, ja, kommt sie wieder raus. Ne? Du siehst, wie komplex das ist, auch was die Hauptaufgabe ist jetzt. Früher war die Durchführung, ja. Jetzt ist es nicht nur die Durchführung, sondern du musst direkt nach der Durchführung eine wahnsinnige Beobachtungsgabe haben. Du musst sofort erkennen können, aber wenn es gut war, war es gut, okay. Aber du musst sofort erkennen können, wenn es nicht gut war. Was? Waren sie zu kurz? Kamen sie zu lang? Zu fest? Zu leicht? Die Eins? Ja, habe ich rechts, links getroffen? Ja. Oder, ja? Das ist so, nach dem Break sind die Augen wie bei einer Flipperkugel. Du guckst ganz genau so, was passiert. Links, Mittelloch, rechts, Mittelloch. Was passiert mit der Eins? Oft jetzt wird ist er mal auch umgedreht. Oft wird ja auch die Kugel, die auf dem Weg zum Mittelloch ist, weggeschlagen. Zwar von der Eckkugel, ja. Und ja. Oder wird eingebremst von der Mitte. Total so die Wissenschaft für sich. Ja. Die Kontinuität ist auch wahnsinnig schwierig. Wenn du einen perfekten Break gespielt hast, den merkst du dir und denkst dir, so fühlt sich der an. Der nächste ist natürlich komplett anders. Nicht unbedingt. Also mag sein, ja. Aber je höher du kommst in dieser Spielerhierarchie, sind die in der Lage, ein Break wirklich über einen längeren Zeitraum wirklich konstant immer wieder folgen zu lassen, in hoher Qualität, und doch funktioniert es nicht auf ewig. Vorübergehend können sie mal wirklich über einen Satz einen 100% Break bringen, aber auf 100 Breaks gesehen, nee. Aber wer da wirklich unglaublich ist, ja, kann mir schon das denken. Da bin ich gespannt. Nimm's vorweg, weil ich sage... Ein Amerikaner. Ja, ein Amerikaner, stimmt. Ja. Einer, der fängt nicht mit S an. Ja. Shane. Ja. Shane, ne? Ja. Das ist, da haben ja einige auch Videos auf YouTube, glaube ich, reingestellt, in Slow Motion, welche Break-Bewegung er macht und wie er was macht. Das ist schon wirklich unglaublich. Der legt auch, wenn ich ihn so auf Turnieren sehe oder so, der legt das König weg. Ja. Wenn er gerade kein Match hat oder so, dann probiert er so irgendwo irgendwas, irgendeinen Ball aus, irgendeinen Break oder ständig. Schöner Ball. Super. Echt irre. Schön gespielt vom Tempo. Der war richtig knackig. Rest, Power, mit der Bande zurückgeschoben auf die 2. 4-5. Kannst du 5 lang spielen, 6 liegt. Ja. Wenn keine Probleme da sind, muss man sich welche machen, oder? Ja, aber das ist die Kunst, eben dem aus dem Weg zu gehen, sich keine Probleme zu machen, wenn man das ganz solide runterspielen kann. Ja. Man sagt ja immer so lapidar. Oh ja, das macht er keinen Fehler mehr, das geht. Das muss er aber erstmal hinkriegen. Er muss erstmal von Ball zu Ball so konzentriert bleiben, dass er sich selber keine Probleme mehr schafft. Der Job muss noch gemacht werden. Die Leistung muss noch erbracht werden, sonst geht das nicht. Geschenkt kriegt man das ja nicht. Ne? Ich meine, du kannst ja mal versuchen, den Gegner zu fragen, muss ich noch spielen oder ist okay? Können wir zusammenpacken. Neues Break oder muss ich noch spielen? Nö, nee, passt, muss ich mehr spielen. Nein, aber manchmal sieht alles so leicht aus, und bei gewissen Spielern, die also wirklich so ein Level spielen können, geht man davon aus, dass das ja gemachte Wiesen ist, sagt man in Bayern. Obwohl ich gar kein Bayern bin. Also das ist schon mal gut, dass ich sowas vorausschicke. Aber du musst es wirklich sauber runterspielen. Auch die absoluten Cracks oder die talentiert sind oder die wenig Fehler machen. Aber irgendwann kommt immer ein Fehler, das kannst du nicht vermeiden. Ich glaube, es gibt
keinen Spieler auf der Welt, der nicht irgendwann mal irgendein Ding einstreut, wo man sich denkt, so, oh, das hätte ich jetzt nicht geglaubt. Mhm. Oder würdest du es anders sehen? Nö, schließe ich mich an. Also die Amerikaner würden das jetzt viel aufgeregter kommentieren. Ja. And now he's on the eight ball. And if he now he has to go for a low right shot. And isn't it perfect? Isn't it perfect? Ja, der Lieblingssatz der Amerikaner wäre, what a shot. Der passiert aber dann, wenn er wirklich über anderthalb Metern einen Stoppball spielt. Also das ist noch Wertschätzung, mein Lieber. Das ist noch Wertschätzung. Danke, ja? Dass du mir das jetzt reingedrückt hast. Und jetzt kommen wir zum selben Ball. Schau. Er wollte, hatten den sich absichtlich gelegt. Den hat er sich absichtlich gelegt. Den will er die Entfernung üben, der weiß ja? immer größer. Jetzt bin ich gespannt. Ja, der ist einfacher. Der ist einfacher. Das ist doch nicht einfacher. Da. Ja, der war einfacher. Aber da hast du die typische Handbewegung gesehen, so leicht italienisch, so nach oben so. Mm. 3-5, er ist on the hill. Was aber noch lange nichts heißen muss. Kommt wieder die Slow-Mo. Steht sehr früh auf, gell? Ja, es ist so, er kann technisch einwandfrei spielen, ganz klar. Aber es ist nicht jeder Stoß technisch einwandfrei. Da ist sein... Da bleibt er jetzt unten. Ich meine, auch die besten Spieler der Welt haben nicht 100% perfekte Stöße in der Repertoire. Aber wenn sie mal nicht ganz so perfekt sind, reichen sie trotzdem. Oder sie holen sie auch wieder raus aus den Schwierigkeiten, die sie sich einbrocken und so. Ne? Aber auch hier, ja. Er kann technisch einwandfrei spielen, aber nicht immer. Wer kann das schon immer? Ne? Ich glaube niemand. Wieder aufs Break. Sauber, sauber getroffen. Guck mal, beide Kugeln. Das ist ja schon. Aber zwei deckt die Eins ab. Da machst du so einen Break und da mogelt sich die Zwei dazwischen. Relativ zentral, das Problem. Ne? Leicht von links geprägt. Das bedeutet auch, dass die Weiße wenig aus der mittleren Bahn ausbricht. Oh, schade. Naja, die 2 ist ziemlich eingepackt. Jetzt bin ich gespannt. Das ist mal eine Aufgabe, wo ich mir denke, was macht er? Na, die Kombi. 1, 7, 2. Schauen wir mal. Bietet sich an, aber welches Tempo? Ich glaube nämlich, dass die 7 zu sehr im Winkel auf die 2. Ja. Spielt die 1, zieht die Weiße auf die... Das kann auch schief gehen, weißt du? Richtig, weil dahinter, wenn er nämlich die Bande und 7 relativ zeitgleich trifft, dann bleibt sie kleben. Guck mal. Und das passiert. Ja. Zumindest weiß er aber auch, dass der Kombi wahrscheinlich nicht gegangen wäre. Aber vor Bananen und die 3 liegt eh vor Mittelloch. Naja, wenn die Weiße mal nicht im Schatten bleibt. Ja, genau. Ja. Guck. Bang. Okay, alles gut. Probleme, die man sich eindruckt, sollte man sich auch wieder persönlich auslöffeln. Aber es ist genau ne? so passiert. Eh? Mhm. 7 mit Bande getroffen und dann... Ich glaube, wenn der mal richtig in Fahrt ist, wenn der mal richtig im Lauf ist, also dann hast du keinen Spaß dran, gegen den zu spielen, oder? Ja, ich weiß nicht. Momentan muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen zweigeteilt. Also, dass er Qualität hat, braucht man gar nicht drüber reden. Aber es hat auch, man muss da fairerweise sagen, so der eine oder andere Tick, den irgendein Ball bekommen hat, hat es schon begünstigt. Das muss man schon fairerweise sagen. Aber dass er Technik hat und wirklich spielen kann oder aus dem Bild drin, weil er sich denkt, oh nein. Jetzt war er ein bisschen zu locker, zu laissez-faire. Ja. Ich dachte auch, oh, das bringe ich jetzt heim. Aber er hat echt begnadete Technik.
wenn das ausführt, unten bleibt, toll. Da war gerade schön zu sehen, dass er eher die Weiße kurz nachgeschaut hat. Passt da alles damit, weil die fünflochig sowieso. Dann ging das Auge direkt zur Weißen. Und hier auch schon aufgestanden, ja. Das könnte gut ausgehen, ne? Na ne, safe. Die ging gar nicht an der 7 vorbei. Tolles Safe. Der passt perfekt. So was finde ich schön. Das ist ein großes Kino. Jetzt müssen wir das T-Shirt rausholen, wo drauf steht: What would Efren do? Ja. Wahrscheinlich perfekt, die 6 so treffen, dass die weiße Presse an der 7 liegen bleibt. Ja. Aber die geht auf jeden Fall von lang auf kurz. Foul. Oh. Foul. Ball in Hand. Und die Show war eigentlich schon fast sicher bei ihm, ne? Ja, war sich schon sehr sicher, glaube ich, dass das jetzt rum ums Eck ist. Ich glaube, noch niemals bewusst, also du bist ja eigentlich gar nicht der Typ, der jetzt sagt so, ah, jetzt habe ich es, sage mal, eingetütet, sondern du fühlst dich so, bam, 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 und dann kommt der Schmidtchen-Schleicher, der sich das da reinhaut. Man muss sich auch in die Haut versetzen, das ist ein wichtiges Match, das ist ein K.O.-Match, das heißt, wenn er das verliert, wenn er das leichtfertig vergibt, dann fährt er nach Herne, verstehst du? Ja, ganz genau so schaut es aus. Ja, dann ist das Turnier gelaufen. Aber da war... Oh. Und jetzt fällt es ja auch noch. Ja, klar. Nun, schade. Die haben sich beide nicht mit Ruhm bekleckert hier. Aber das bessere Ende für Tristan. Aber das ist doch lieb, schau. Das ist total lieb. Eine Umarmung und er weiß auch, dass nicht alles rund gelaufen ist. Und nun, sie lächeln und wir haben auch ein spannendes Match gesehen. Nun, es war mein Fest und wir kommen zurück. Hast du noch Zeit später? Ich habe Zeit Match? Jetzt. Ja, ich bin ja raus aus der Nummer. Gut, dann werden wir uns später wieder hören mit dem nächsten K.O.-Runden-Match auf diesem Tisch. Bis dann.